herzlich willkommen in Sophias veganer Welt. Ihr werdet euch vielleicht ein bisschen wundern, wieso ich mich heute in dieses Mittelalter-Dress geschmissen habe und mir die Haare nach hinten gedröselt habe. Wir kochen heute ein Game of Thrones inspiriertes Gericht. Ich habe ja vor einem halben Jahr schon mal ein ganzes Dinner zum Thema Game of Thrones gemacht. Da gab es 7 Gänge, The Seven Kingdoms. Und ein Gericht, nämlich die Hauptspeise, werden wir heute nachkochen. Ihr könnt euch vielleicht als passionierte Game of Thrones-Gucker an die Szene erinnern, wo die wunderschöne und meist nackte Wüstenprinzessin Khaleesi das Pferdeherz essen muss. Und wirklich, es geht so darum, sie wird so angefeuert, muss so dieses Herz essen und das ist eine Süßkartoffel, das ist jetzt das Herz. Also, sie muss dieses Herz essen und es geht im Endeffekt darum, dass es nicht komplett wieder raufwirkt, bla bla, sie wird angefeuert, es hängt irgendwie das Schicksal ihres Volkes davon ab. Auf jeden Fall, es gelingt und von dieser wunderschönen Szene inspiriert, habe ich mir ein Rezept ausgedacht, und zwar für ein veganes Chili Sin Carne und das Herz dargestellt durch eine im Ganzen gegarte Süßkartoffel. Der Rest ist ein klassisches Chili Sin Carne mit 2 Spezialzutaten, nämlich rote Beete, frischer rote Beete, die wird im Ganzen geraspelt, also im Ganzen und dann geraspelt, und Zimtstangen werden mitgekocht und es schmeckt mega geil. Und angefangen ist jetzt erstmal bei unseren Herzen. Und zwar müssen die gelöchert werden, martialisch. Und es ist einfach super wichtig, dass die rundherum so kleine Löcher bekommen. Da tritt nämlich dann nachher der Saft aus. Das dauert relativ lang, die im Ganzen zu schmoren. Das dauert eine Stunde. Nach einer halben Stunde werden die dann mal umgedreht und einfach in den Ofen geschmissen. Ordentlich angepiekst kommen die Süßkartoffeln jetzt für eine Stunde in den Ofen. So, die Kartoffeln sind jetzt im Ofen. Wir kümmern uns um unser blutiges Chili. Und dazu habe ich mir schon alle Zutaten hergerichtet. Mais, Kidneybohnen, Sojaschnetzel, die habe ich vorher ein bisschen eingeweicht. Rote Zwiebeln, Knoblauch, Zimtstangen, frische Chilischote, rote Beete, Tomatenpulver und als Gewürze schön hier noch mehr Chili, Cayennepfeffer und geräuchertes Paprikapulver. Wir schneiden uns jetzt mal die Zwiebeln. Zwiebeln einfach so in grobe halbe Ringe. Die dürfen auch ruhig, nicht ganz so grob, ein bisschen gröber bleiben, weil das wird ja alles schön eingeköchelt und da muss es nicht fein geschnetzelt sein. Die Knoblauchzehen noch ein bisschen Ruby zerteilen und nicht die Fingerkuppen mit rein, ne? Soll ja ein veganes Chili werden. Schöne Schweinerei, rote Beete raspeln. Man kann das mit Handschuhen machen, das macht auch auf jeden Fall Sinn, aber wir wollen ja heute ein möglichst blutiges veganes Video, deshalb mache ich es natürlich ohne Handschuhe. Und wir machen das so lange, bis die Fingerkuppen mitgeraspelt werden. Und das heißt, es ist schon. Wir brauchen einen richtig schönen großen Topf. Und da geben wir jetzt erstmal unsere Zwiebeln. Und der Knoblauch darf auch schon mit rein. Und unser Sojageschnetzeltes mit rein. Und ruhig auch schon die fies scharfen Gewürze. Ah ja, hier, den haben wir ganz vergessen, ne? Auch noch. Das wird richtig scharf. Das ist ganz gut. Mal so eine halbe. Schärfer kann man es immer noch machen. Weniger scharf geht dann schlecht. Bisschen Pflanzenöl, damit das Ganze nicht anpappt. Ich nehme Rapsöl. Ja, schon ordentlich. Wir haben ja relativ viel Sojaschnetzel. So, dann können wir die mit rein.
und dann schön scharf anbraten. Weil die Sojaschnetzel waren ja vorhin Wasser eingeweicht und dadurch sind die ja noch ordentlich aufgesogen. Also man muss sie natürlich davor auch schon ein bisschen ausdrücken, das ist auch sehr wichtig. Weil sonst kann man da irgendwie 5 Stunden warten und es ist nur ein einziger Matsch. Also sie sollen ja schon ein bisschen kross auch werden. Look what the raven brought in this morning. I think it's 2 Cinnamon-Stangen, Zimtstangen. Unsere Sojaschnetzel mit Scharf sind ordentlich angeschwitzt. Und jetzt schmeißen wir den ganzen restlichen Rest in den sehr großen, sehr tiefen Topf. Böhnchen. Rote Beetchen. Zimtstangen, ganz wichtig. Und das Ganze wird mit Tomatenpulver aufgegossen. Und weil das jetzt noch ein bisschen zu viel dick ist, haben wir noch ein bisschen Wasser einfach dazu. Man sieht schon, das Ganze bekommt durch die geraspelten roten Beete gleich eine viel blutigere Farbe als so ein normales Chili. Und das ist ja auch genau das, was wir wollen. Und jetzt muss man sich einfach in Geduld üben und das Ganze, ja, mindestens 30 Minuten einköcheln lassen. Das ist ja so ein Gericht, das einfach immer besser schmeckt, je länger und je häufiger man es aufkocht. Und das lassen wir jetzt mindestens 30 Minuten kochen. Ich mache hier noch ordentlich Wasser mit rein, das kocht sich noch ein. Unser blutiges Chili hat sich jetzt ordentlich eingekocht und man sieht, es hat echt eine geile Farbe bekommen. In der Zwischenzeit sind die Süßkartoffeln auch komplett durchgegart. Die holen wir jetzt aus dem Ofen. Die sind jetzt innen so richtig wachsig und weich. Und die werden jetzt in 2 Hälften zerteilt, dass sie so ein bisschen an Herz erinnern. Und dann kommt ein Batzen Blut drauf und ein bisschen Cashew-Sauerrahm. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch einfach meinen Kanal Sophias vegane Welt, schreibt mir eure Meinung und Anregungen in die Kommentare und vor allem viel Spaß beim Nachkochen!